Wer hätte es gedacht, aber ich zeige euch, wie ihr mit unter 25 Euro das perfekte Drogerie-Glow-Up hinbekommt. Und ganz nebenbei zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr meine Produkte aus der neuen Kollektion noch ein bisschen zweckentfremden könnt, um den perfekten Sommerlook zu kriegen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, ich bin die Drogeriemaus schlechthin. Ich liebe die Drogerie und gerade wenn ich meine Hände mit im Spiel habe, probiere ich natürlich immer so ein bisschen mehr zu geben, damit ihr das meiste aus den Produkten rausholen könnt. Und ich liebe es, Produkte zweck zu entfremden. Und ich zeige euch, wie ihr aus der Essentials-Kollektion noch ein bisschen mehr rausholen könnt. Ganz, ganz wichtig, ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dieses Video zu drehen. Ich hatte irgendwie Lust darauf, weil ich natürlich diese Woche auch ganz im Zeichen des Launches behalten möchte. Ganz, ganz lieben Dank für euren Support. Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie die Lage ist. Ich habe eben schon mal geguckt, es ist Montag heute online, 9:28 Uhr. Und ich habe gesehen, dass die Hälfte online gerade weg ist, aber es kommt immer wieder was nach, soweit ich weiß. Und die Filialen wurden ja auch erst im Laufe dieser Woche aufgefüllt. Also nicht verzagen, ich schreibe euch ein Update auf jeden Fall unten als angepinnten Kommentar hin, falls ich irgendwas Neues habe. Aber ich liebe es ja, mein Make-up so ein bisschen spannender zu machen und ich zeige euch, wie wir das Ganze hinkriegen. Und ich starte auch direkt mit dem Radiance Primer. Das ist ja nicht nur ein Primer, sondern auch die Möglichkeit, um euch so einen richtig, richtig schönen Glow zu geben, egal ob im Gesicht oder beispielsweise am Körper. Schaut euch bitte meinen Arm an. Ich trage mir das einfach auf und die Haut sieht direkt viel glänzender, viel praller und viel frischer aus. Die Schimmerpigmente davon sind in verschiedenen Größen. Das heißt, ihr habt ein paar größere und ein paar kleinere, die perfekt miteinander harmonieren. Der Vorteil von diesem Produkt auf dem Körper ist natürlich, dass ihr hier Pflege mit drin habt. Ihr habt D-Pantenol, ihr habt Vitamin E und Hyaluronsäure drin, was das Make-up so ein bisschen länger haltbar macht und die Haut gleichzeitig pflegt. Mein liebster Trick damit ist es aber, eine matte Foundation ein bisschen glowiger hinzukriegen. Ich bevorzuge das eigentlich, weil ich ja eh recht wenig Foundation mittlerweile trage. Und wenn ich den Primer mit einer sehr matten, deckenden Foundation nutze, kriege ich wie so einen personalisierten Skin Tint hin. Ich nehme das einfach ein bisschen und mache jetzt erstmal die halbe Seite, damit ihr den Unterschied direkt einmal seht. Der Vorteil ist, und ich wiederhole mich da, glaube ich, immer so ein bisschen, je weniger Make-up, also Produkte, die eine Deckkraft haben, ihr benutzt, desto natürlicher sieht das Make-up aus. Du kannst natürlich auch aus einer super deckenden Foundation ein No-Make-up-Make-up machen, aber ich persönlich finde es mittlerweile einfach für den Alltag so ein bisschen passender, so eine leichte Textur zu haben. Und daraufhin wurde die Kollektion ja auch von mir angelegt. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das dann rückblickend zu erklären, weil ich das ja schon so weit im Voraus plane, ne? Also wir haben diese Kollektion geplant, bereits während die Galaxy-Kollektion noch in Planung war. Also es ist schon wirklich eine Weile her, aber ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, wie sehr sich mein Make-up verändert hat, ne? Also leichtere Texturen, leichteres Make-up, Erwachsener darf ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe ein bisschen Ärger dafür bekommen von jemandem. aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach diesen, das bin ich. Ich trage das Make-up und nicht das Make-up trägt mich. Ich glaube, das passt, bringt diese Kollektion sehr, sehr gut zusammen. Ihr seht es auch. Die Haut ist ausgeglichen, sie strahlt, aber sie ist nicht so speckig glowig, ne? Also das ist ja das, was viele nicht mögen. Und ich achte dann natürlich bei der Konzeption der Produkte auch wirklich schon rigoros auf euer Feedback. Was wollt ihr überhaupt? Weil natürlich, klar, ich bin auch ein kleiner Egoist. Ich mache natürlich auch Produkte, die mir gefallen. Kann man so sagen? Sage ich natürlich auch gerne. Aber am Ende des Tages mache ich die Produkte ja vorrangig für euch und für die Menschen, die mich vielleicht auch gar nicht kennen, sondern einfach an der Theke vorbeilaufen und sagen, ach Mensch, das sieht aber schön aus. Und dann probieren sie das Produkt aus und denken, genau das hat mir für meine alltägliche Make-up-Routine gefehlt. Ich glaube, dass wir in den letzten 2, 3 Jahren da auch kollektiv eine große Veränderung durchgemacht haben. Natürlich gibt es auch Mäuse, die vielleicht immer noch sehr, sehr gerne sehr viel Make-up tragen, aber die große Masse trägt natürlich eher weniger. Und wenn ihr den Radiance Primer in eure Foundation mischt, kriegt ihr so einen richtig schönen Skin Tint. Ich habe gehört, dass viele ihn tatsächlich auch einfach in ihre Bodylotion mittlerweile mischen, am Dekolleté oder an den Beinen, um diesen nicht diesen Bronzing-Drops-Effekt zu haben, der meistens sehr schnell ins Orange tendiert, sondern durch diesen silbrig-goldenen Glow die eigene Haut so ein bisschen zum Strahlen bringen wollen. Ich meine, ihr seht es hier auf meiner Hand, ne? Ihr habt ein sehr weiches Gefühl und die Haut strahlt einfach, als hättet ihr einfach viel getrunken. Und das ist ja immer das, was ich sage, was ich so sehr liebe. Einer meiner liebsten Tipps, die ich mittlerweile anwende, um ein sehr natürliches, ein Glow-Up-Make-up hinzubekommen, ist,
weniger Schichten. Ich habe jetzt zwei Produkte miteinander kombiniert, den Primer mit der Foundation und habe somit schon eine Schicht gespart. Das klingt erstmal vielleicht gar nicht so verständlich, aber wenn wir uns vorstellen, dass wir diese verschiedenen Schichten an Make-up immer über unsere Haut geben, dann wird die Hauttextur natürlich teilweise betont. Kurzweilig wird sie reduziert, weil es ausgeglichen wird optisch, aber im Laufe der verschiedenen Schichten, die da kommen, sieht das Ganze ein bisschen betont aus. Und gerade wenn ihr vielleicht eine strukturiertere Haut habt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Kommt mal ran. Ich glaube, das sieht man im Moment nicht. Ich habe neulich ein Skincare-Produkt benutzt und ich habe überall hier auf meiner Stirn so kleine Unebenheiten bekommen. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Jetzt probiere ich die natürlich so ein bisschen optisch auszugleichen. Und was ich dafür mache, ist, ich spare mir Schichten. Üblicherweise hätte ich jetzt einen Primer, eine Foundation. Dann hätte ich einen Cream Bronzer, ein Gesichtspuder, ein Powder Bronzer, ein Creme Blush, ein Powder Blush, am besten noch ein Fixing Spray. 8 Schichten gehabt, mindestens. Vielleicht noch ein Highlighter punktuell. Mache ich im Moment nicht. Dafür finde ich es so schön, diese Duo Face Palette zu nutzen, um genau diese 2 Schichten zu sparen. Creme Bronzer, Creme Puder, Creme Bronzer, Puder Bronzer, Creme Contour, Puder Contour, sondern wirklich eine Farbe zusammen und ich nehme mir einen Pinsel und da ist es recht wichtig, was ihr für einen Pinsel nehmt. Ich habe jetzt hier diesen hier aus diesem Just Up Pinsel Set. Der ist von vorne gesehen so ein bisschen flacher. Könnt ihr es erkennen? Da. So ein bisschen flacher ist der und damit gehe ich rein und lade den Pinsel gut auf, arbeite aber erst in meiner Hand und fixiere jetzt mit diesem Produkt meine Base, spare mir also schon das Gesichtspuder und baue mir das Produkt, den Contour- und Bronzer-Effekt hier schon auf. Parallel zu meinem Kieferknochen und habe sofort mir sämtliche Schichten gespart, das Make-up fixiert und einen viel ebeneren Look bekommen. Ganz wichtig, das funktioniert natürlich nicht mit allen Produkten. Die Produkte müssen so sein, dass sie nicht fleckig werden. Eigenlob stinkt, aber das passiert hier nicht. Also ihr könnt das wirklich gut aufbauen. Ich trage mir das hier einfach auf und gehe damit direkt hier in meine Augenfalte, denn viele vergessen den Bereich und haben dann wie so eine, also das ist so lustig, ne? Weil wir ja früher immer so gelernt bekommen haben oder gelehrt bekommen haben, wir müssen diese 3 machen. Kannst du ja machen, aber dann hast du halt eine 3 im Gesicht. Was ich mittlerweile mache, ist, ich gehe von diesen, das muss so und so und so gemacht werden, sondern ich bleibe eher in meinem Gesicht und ich habe festgestellt, dass es bei mir viel harmonischer aussieht, wenn ich mit diesem Bronzer gleich auch über mein Augenlid gehe und es mir dann hier so ein bisschen an die Ohren reinblende, direkt hier an der Nase lang. Und das Make-up ist mattiert, aber es sieht auch hier nicht so trocken aus. Und das ist der Vorteil, wenn ihr euch Schichten spart. Je mehr Schichten ihr raufbaut, desto schneller sieht so ein Make-up auch trocken aus. Und erst dann, im Anschluss, wenn ich fertig bin, kann ich mein Make-up fixieren. Hier wird nichts fleckig. Gehe direkt hier über meine Nase lang. Und das ist das, was mir am meisten gefällt mittlerweile, ist, ich gehe unter meine Augenringe, damit ich den Kontrast zwischen Augenringen und der Haut so ein bisschen reduzieren kann und fixiere natürlich auch schon da. Und habe eine Base mit eigentlich nur 2 Schichten, aber mit 3 aktiven Produkten und viele Produktschritte gespart. Es geht nicht nur schneller, sondern ihr habt auch ein viel, viel ebeneres Ergebnis. Wenn wir das Color Correcting Powder uns einmal anschauen, kombinieren alle Farben sich zusammen zu einem recht hellen, pinkigen Ton. Und das war natürlich Absicht. Der ist recht hell, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, könnt ihr den schon so benutzen. Das Ziel ist es, dass die Haut so ein bisschen ausgeglichen wird, denn wenn sie ein bisschen heller wird, könnt ihr mit anderen Produkten arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass viele Produkte in der Drogerie nie so für so einen rosanen, warmen Unterton gedacht sind. Ne? Ich habe ja einen recht warmen Unterton. Ich brauche Produkte, die ein bisschen wärmer sind. Und ich mische mir jetzt den Teil, den rosanen Teil hiermit, mit dem rosanen Lidschatten aus der Lidschattenpalette, der natürlich noch ein bisschen pigmentierter ist, und fixiere damit meinen Concealer. Und ich glaube, ihr seht den Unterschied. Es ist fixiert. Es ist aufgehellt und durch diesen rosanen Anteil in dem Puder und dem Lidschatten natürlich, habt ihr einen viel aufgehellteren Look. Denn rosa ist ein Color Correction für dunkle Augenschatten. Und ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, oder? Wenn ich euch noch ein bisschen rausnehme, dann seht ihr, glaube ich, den Unterschied. Ich habe ja auch einfach gar keinen Concealer. Ich habe gar keinen Concealer. Ich habe gar keinen Concealer benutzt. Fällt mir jetzt auf, aber ja, seht ihr, so habe ich noch einen Concealer gespart. Nein, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich probiere euch natürlich die Produkte auch so ein bisschen
zu erklären, wie man sie machen kann, weil ich glaube, wenn man die Produkte selber nicht entwickelt hat, dann ist man vielleicht von so einem bunten Puder vielleicht überfordert und weiß nicht unbedingt, wie man es vielleicht richtig benutzen soll. Deswegen zeige ich euch sie natürlich auch hier nochmal. Einfach mit dem rosanen Lidschatten und dem Color Correction Powder hier unter die Augen gehen. Und dann könnt ihr, wenn die Deckkraft euch nicht ausreicht, einfach noch ein Foundation Puder nehmen und nochmal rüber gehen. Und dann habt ihr einfach so ein richtig schönes, ausgeglichenes Hautbild unter den Augen. Und die Base ist schön. Und jetzt zeige ich euch meinen allerliebsten, liebsten, liebsten, liebsten Look für den Alltag. Wenn ihr sagt, ihr wollt nichts Langweiliges haben, aber ihr wollt auch nicht so verkleidet sein. Und das geht so schnell. Fluffiger Blendepinsel in den braunen Ton hier rein. Der hat einen ganz, ganz leichten Schimmerpartikel mit drin. Den siehst du aber auf der Haut nicht. Also der ist eher nur so ein bisschen, um ästhetisch in der Palette auszusehen. Auf dem Auge macht der nicht mehr so viel. Also da siehst du ihn kaum. Und damit gehe ich erst in meine Lidfalte. Wenn ihr ein Schlupflid habt oder etwas mehr Haut in diesem Bereich habt, ist das die perfekte Farbe. Sie ist kühl, aber auch nicht grau. Dafür haben wir einen anderen Ton, der aber eher ins Blau tendiert. Und damit gehe ich in die Lidfalte rein und dann auf mein bewegliches Lid und packe mir komplett nur diesen einen Ton auf mein Auge. Und durch diesen weißlichen Anteil blendet der sich richtig schön aus. Das Auge ist geformt und betont. Und jetzt ganz wichtig, ich bevorzuge es ja mittlerweile, mein Auge so ein bisschen zu formen. Ihr seht ja, ich habe ja hier eine Falte und dazwischen ganz viele Falten. Und damit das nicht so auffällig ist, wenn da vielleicht mal Concealer reinläuft, nehme ich denselben Ton, mache so, lache, dass ich das untere Augenlid sehe und gehe mit diesem dunklen Ton einfach auf diesen Vorsprung. Das ist kein Lidschatten im klassischen Sinne, das seht ihr ja auch, ne? Der ist jetzt nicht so dunkel, sondern das ist so ein, ich schattiere mein Auge Lidschatten aus und ich betone mein Auge. Könnt die Farbe aber trotzdem gut aufbauen und die soll nicht dunkelbraun sein. Ich finde, das muss, ich glaube, ich muss das immer ein bisschen öfter wiederholen, dass ich mir natürlich was dabei denke, dass wenn eine Farbe nicht so extrem pigmentiert ist, das hat ja einen Sinn, dass ihr damit so viel machen könnt. Schattiere ich einfach mein Auge, was das Auge betont, ohne dass es das Auge kleiner macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch mit einem dunkleren Ton arbeiten. Ich habe jetzt keinen in der Palette drin. Wenn ihr beispielsweise hier die Galaxy-Palette noch habt, nehmt euch ein bisschen von dem Schwarz und dann könnt ihr hier punktuell ein bisschen arbeiten, um es ein bisschen zu verdunkeln. Das ist mir persönlich aber für den Alltag schon fast zu doll. Und jetzt der schönste Glow-Effekt für den Alltag. Und habt da keine Angst. Mit dem Finger einmal reintöppen. Mehr nicht. Und dann hier ins Zentrum und dann nach hier oben. Der Ton, der hält auf den Augen und das Auge ist betont. Und es hat so diesen besonderen Look. Und nicht dieses, boah, das ist ganz schön viel, sondern es ist immer noch klassisch. Die Entfernung ist natürlich wichtig. Wenn ich jetzt so vor euch stehen würde, dann würdet ihr denken, ach Mensch, was hat er denn Schönes auf den Augen? Das ist so dezent, das ist so leicht, das ist so subtil. Subtil ist mein Wort, ne? Ich liebe das Wort subtil. Und ich glaube, die Kollektion hätte auch subtil heißen können, weil man damit natürlich einfach ganz, ganz schöne, zarte Sachen machen kann. Da ist keine harte Kante, da ist nichts, wo man sagt, ach Mensch, das hast du aber nicht ordentlich ausgeblendet. Das soll so sein. Es soll so sein, dass das Make-up so. Ich weiß, wie wenig Zeit ihr habt morgens. Ich schreibe ja ganz, ganz viel mit euch, auch privat, in DMs und so. Und ich frage ganz oft nach, hey, okay, was ist das Problem? Was fehlt vielleicht gerade auch an Make-up? Und viele schreiben mir dann einfach, ich habe einfach gar keine Zeit, deine ganzen bunten Looks nachzuschminken. Morgens, ich habe drei Kinder zu Hause, ich bin berufstätig, ich muss mich um den Haushalt kümmern. 30 Sekunden Lidschattenlook. Und wenn ihr jetzt noch einen Eyeliner ziehen wollt, na klar, kein Problem, ist mir ehrlich gesagt schon zu viel. Ich curl jetzt einfach meine Wimpern dazu. Ein bisschen Wimperntusche. Und fertig ist der Lidschattenlook. Jetzt fehlt uns natürlich noch ein bisschen Farbe und ein bisschen Blush im Gesicht. Was ihr machen könnt, ihr könnt die Lidschatten so ein bisschen benutzen. Die sind aber sehr, sehr kühl, ne? Das muss man dazu wissen. Mir persönlich schon als Blush ein bisschen zu kühl, aber als Grundierung für diesen Ton perfekt. Der ist natürlich super schön. Der ist super schön schimmernd. Ich setze mir den auch ein bisschen weiter hier in die Augen mit rein, ziehe den dann so ein bisschen raus für ein recht intensives Ergebnis. Ich finde, wenn man so einen zarten Augenlook hat, kann man auch ruhig ein bisschen mehr Blush benutzen. In die Augenbraue, in den Lidschattenlook reingeblendet, in den Blush auf die Nase und die Base ist fertig. Bei der letzten Kollektion habe ich gehört, dass viele der Schimmer in dem Lipgloss vielleicht nicht so gut gefallen haben, die Formulierung euch aber gut gefallen hat. Und deswegen haben wir den Lipgloss nochmal ohne Farbe mit rausgebracht. Formulierung ist auch nochmal ein bisschen eine andere. Aber
Ich habe mir meinen eigenen Lipgloss gemacht. Ich habe ein Video dazu, ich blende euch das parallel mal hier ein. Ich habe einfach ein bisschen Lidschatten aus der Lidschattenpalette rausgebröselt mit so einem kleinen Spoolie, denn das ist die perfekte Farbe für so einen Nude Lipgloss. Und jetzt schaut ihn euch an. Ich habe es gemacht, ich habe einfach den Stöpsel rausgezogen und dann aufgetragen. So ein kühler, nudiger Lipgloss, der nicht schmiert, der keine Fäden zieht. Der ist ja nicht teuer gewesen, aber die Lippen fühlen sich so glatt und so weich an. Und dieser, und das ist es wieder, ne? Ich habe ja immer gesagt, ich finde es so schön, wenn sich Farben wiederholen. Und auch wenn man es nicht sofort denken würde, die Farben wiederholen sich. Ich habe die Farbe auf den Augen, ich habe die Farbe als Blush, ich habe die Farbe als Bronzer und ich habe die Farbe als Lipgloss auf den Lippen. Drei Punkte, die sehr harmonisch miteinander funktionieren und einen sehr reduzierten, aber trotzdem, oh Mensch, du siehst aber gut aus, Look. Und habe eine strahlende Haut, ein unglaublich subtiles Augen-Make-up mit richtig schönen Ergebnissen für unter 25 Euro. Ich hoffe, dass euch diese kleinen Hacks noch so ein bisschen Spaß an den Produkten noch zusätzlich geben können. Ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht mittlerweile schon für ein Lieblingsprodukt aus der Kollektion habt oder ihr vielleicht auch so einen kleinen Hack entwickeln konntet. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Drogerie-Glow-Up-Hacks ihr vielleicht noch kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.